Ja. Sechs Uhr 16, 3 Grad. Und damit schönen guten Tag, guten Abend und hallo. Ich bin der Manni und wir sind zurück bei Red Dead Redemption 2. Und ich bin immer noch nicht so ganz schlüssig, wo wir denn überhaupt überall ansetzen sollen bei dem Spiel. Das ist so umfangreich. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Artikel gelesen, so was den Release betrifft. Und ja, wir haben ordentlich was zu tun. Ich würde einfach mal sagen, wir zum kleinen Einstieg nutzen wir nicht die First-Person-Perspektive, sondern die Map, um etwas reinzukommen. Und ich habe mich erinnert, Index, dein Pferd, alle Missionen, Spieler, Umgebung, dein Pferd. Orte. Okay, wir haben doch, dann ist das wahrscheinlich im Inventar, eine Map bekommen. Dokumente, Fotografien, Zeitungen, Rezepte, Zigaretten, Bilder, Tagebuch, Landkarte. Karte für legendäre Tiere. Ui. Legendary Animals. Da unten Bison, Reh, Puma, 1, 2, 3. Die 8 haben wir abgehakt, das war der hier. Da haben wir das Fell verhauen. Den Biber, ein Wildschwein, das wird Wolf, Kojote, beides sein. Da oben ist auch noch ein Bison. Okay, wir haben ordentlich was zu tun. Lesen. Puma, Gabelbock. Ach, Puma. Unten links ist Puma. Fuchs, Wapiti, Kojote, Wildschwein, Elch, Bär, Wolf, weißer Bison. Weißer Bison, Okay, den 8, den Bären haben wir schon. Da haben wir aber leider das Fell verhauen. Das ärgert mich noch irgendwie. Okay. Ja, ich will immer. War bei GTA nicht die Map? Egal. GTA ist GTA. Die Mission war noch recht am Anfang. Da werden wir jetzt erstmal. Oh, Reverend Swanson. Das ist unser Bandenfahrer sozusagen. Da werden wir jetzt mal hinreiten. Zu Reverend Swanson. Und wir reiten mit Lieutenant Dan Richtung Reverend. Oh, ja, Entschuldigung. Kann ich jetzt Lieutenant Dan? Lieutenant Dan, lauf doch mal da raus. Lauf doch mal da raus, Lieutenant Dan, komm. Komm mal hierher. Warte. Hey, komm mal. Yep. Let's get. Brav. Komm her. Hallo. Wir streicheln ihn erstmal. Also sie. Jetzt striegeln wir das Ganze nochmal, damit er auch komplett sauber ist. Und ab die Fahrt. Okay. Die Pferde von den anderen. Wir werden auch versuchen, während des Reitens, beziehungsweise währenddem wir die Wege abschreiten, werden wir versuchen, ich markiere das Ganze mal schnell, damit wir einen Weg haben. Wir reiten mal den Fluss entlang. Da kommen wir dann auch dahin. Gerade gemerkt, dass wir in die falsche Richtung reiten eigentlich. Aber nee, der Weg unten links wird angezeigt. Dass wir sowas wie hier, Rehe und so weiter, mitnehmen. So gut es geht. Was haben wir da vorne? Kann man eigentlich? Ne, ist ein Pferd. Was ich ausprobieren wollte, kann man auf dem. Kann man bestimmt, oder? Auf dem Pferd das Fernglas rausholen. Natürlich. Was haben wir denn hier? Oh. Da hat wohl jemand Probleme mit den Hufen. Was hat denn der nette Mann? Alter! Was haben wir denn hier überhaupt? Der hat den voll aus dem Bild geballert. American Standard Breed.
Renntauglich. Hat er den jetzt umgelegt? Ja, der Typ ist tot. Unten hat man kurz das X gesehen. Aber warte mal. Jetzt habe ich natürlich nichts dabei. You'll be all right. Was passiert hier gerade? Du kannst ein Pferd, mit dem du keine Verbundenheit aufgebaut hast, vorübergehend lagern, indem du es im Lager anbindest. Okay. Dann bringen wir das mal, weil das ist ja ordentliches Pferd, ne? Hat man gesehen, die Werte, die waren nicht schlecht. Wir bringen es schnell ins Lager. Nicht neidisch, wenn du tennst, okay? Das ist ja cool. Camp ist hier, wir binden es mal fest. Weil wenn der Typ jetzt tot ist, gehört es ja niemandem. Also können wir es ja mitnehmen. Wir binden dich mal an. Ja, stimmt, wir waren nicht lang weg, aber wir haben dafür ein neues Pferd. Satteltasche durchsuchen. Was haben wir denn hier? Nichts. Okay. Du willst gestriegelt werden? Schon wieder? It's okay, girl. I was hoping you'd stay gone longer. Striegel. Won't take long. Just a scratch. Das Verbundenheit mit dem Pferd aufgebaut. Ach, jetzt können wir zum Beispiel hier. Moment. Striegel. Fütter. Nee, wollte ich doch mal anbinden. You didn't get far. Hey, you're okay, girl. Ja, Horsey. Horsey, das ist halt so. Horsey. Okay. Jetzt aber Fluss entlang. Ich equip mal. Den Bogen. Und ab die Fahrt. Hey, wir werden wahrscheinlich Lieutenant Dan damit schon ja, abstellen. Ich muss dann mal mit dem anderen Pferd in den Stall reiten. Mal gucken, was da so geht. Man hat so viele Möglichkeiten. Aber ich würde gerne noch mal. Liegt der. Ja, muss man schon so sagen. Leichnam jetzt da eigentlich noch? Ungefähr hier. Ne, der ist verschwunden. Schade. Okay. Legendäre Fische gibt es also auch, um links steht's. Wo sind die?
Hier vorne, oder? Hier sehe ich gerade nichts. Wir müssen auch ein paar Pflanzen sammeln. Da vorne. Da heult doch irgendwas. Ist doch hier in der Nähe. Tschüss. Entschuldigung. Das ist ein Fuchs. Fuchs hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Das tut mir leid, Fuchs, aber das war notwendig. Aufheben. Ein amerikanischer Rotfuchs. Sowas kann man also kochen. Den hatten wir noch nicht. Wir wollen ja das Kompendium eigentlich schon so weit wie möglich durchkauen. Verstauen. Jetzt haben wir noch Platz für zwei kleinere Tiere. Also sprich Hasen oder... oh, das muss da links. Entweder Hasen, Fasane. Sowas zum Beispiel. Also sehen tun wir gerade nichts. Okay, falscher Alarm. Ja. In der Nähe wurde geschossen. Oh, unfair. Aber wir wären schon an der Mission, von daher ist das erstmal nicht so schlimm. Dann ist der anbindet. Flock. Ich sagte, da ist der Anbindepflock. Mädchen, was machst du da? Lieutenant! Genau. So ist brav. Gut gemacht. Pass mal auf den Fuchs auf, bin gleich wieder da. Müssen wir den jetzt aussuchen? Chesapeake Bay Retriever. Na, wer bist denn du? Hello, boy. Ach, er ist drin, okay. Mr. Morgan. Zockt der, oder was? I took your advice, sir. I took your advice. Then your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. Oh, I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason.
Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. Oh. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Naja, dann spielen wir eine Runde Poker. Sure. I'll play a few hands. Well, sit yourself down then. Der Reverend geht mal raus und holt ein bisschen frische Luft. Nicht schlecht. So, auf geht's. This is Marvin. Wie viel haben wir eigentlich? $1.20 in Small Blind. Same goes for you. Poker, pokern kann ich. Oh, meine Karten. 10 Dame Offsuit. We go a long way back. Mitgehen. And now you're his chaperone? I guess it's something like that. Can we play? Wir gehen in die Ego-Perspektive, ist besser. He can't be no real clergyman. He committed about 5 cardinal sins just in that chair you're sitting in. Ah, wir haben ein Pärchen getroffen mit der Dame. He's drifted a little in recent years. Life is a challenge to all of us. Okay, man kann nur in 2 Cent-Schritten betten. Can you imagine him at the pulpit? If he could stand up. On the fourth day, he turned water into whiskey. Gehen alle mit 30 Cent. And I don't remember much after that. Die Ass macht's uns nicht leicht. Wir schieben. No. He's a decent fella going through a bad time. Disrespect him again and you'll find yourself in a bad time too. All right, all right. Oha, damit sehen wir super. It is a game after all. Betrag, wir gehen hoch. Auf 50 Cent. Ja, wie viel haben wir noch? 88? Weißt du was? Ich geh jetzt all in. I reckon I'll go all in. Look at his face, he's bluffing. No, I don't. Okay. Here, look. The thing what you call finishing strong. Ein paar Achten. Not looking good. Haha! Erste Hand direkt gewonnen. Come to me. Sehr schön. So muss das laufen. Sehr gut. Ach ja. Dann gib mal die nächste Hand. Oh, jetzt müssen wir mischen. Wir können das überspringen, wir machen wir auch. Das dauert zu lang. 9-2. Passen. Das überspringen wir. Das dauert sonst zu lang. Better than nothing. Wir haben 3,66 jetzt. Bitteschön. Der nächste ist dran. Überspringen wir auch. Oh, 3,5 suited. Schieben wir. Wir sind im Back. Das kann man sich mal antun. Pärchen getroffen, aber kein Pick. Wir schieben. An alle, die im Chat sind, hallo! Wir spielen gerade eine Runde Poker, wir wurden dazu gezwungen, muss ich dazu sagen. Das wollte das Spiel so. Wir schieben. Da will gerade keiner so wirklich. Keiner zieht was rein. Nächste Karte. Wir haben ein Pärchen. Wir schieben weiter. Not for me. Let's see then. Ein paar Buben, okay, siehst du. Well, it ain't much. Ein paar 9. Gewinnt 12 Cent. Er hat praktisch nur die Blinds weggenommen. Beziehungsweise. Wir sind ja alle mitgegangen. Okay. Damn it, I can't get a look in. You want unlucky bastard. Oha. König 10 im Herz. Wir erhöhen Pot Size. I know. That ain't too exciting. Good. Geht mit. Check. Nah. Das
Es ist nichts Richtiges und nichts. Wir probieren mal was. Dann gehen wir mit 20 Cent rein, mal schauen, was er macht. Okay. Nimmt er mit, okay. Scheint so, als hätte er entweder schon was oder. Komm, wir zocken ein bisschen. Nochmal 20, mal schauen, was passiert. Ja, rausgeblufft. Er hat eine starke Hand, aber es hat nicht viel genützt. 3,90 €. Wir müssen, jetzt muss ich gerade mal die Bilder checken, unten links. Wer, naja, okay, ganz klar, links, also, ich weiß nicht, wie heißt er? Luther ist der Rechte, also der andere ist praktisch unser, Problem am Tisch momentan. 4-2. Passe ich und überspringe. Das hat so keinen Zweck. Da haben wir wieder ein bisschen aufgestockt. Was hatten wir? 4-2 auf der Hand. Überspringen. Wieder 3-5. Sitzen wir. Du bist dran. Wir passen. Überspringen. Keine ordentliche Hand. Ich will es schon irgendwie durchbringen, das Ganze. $1,18. Wir müssen mal so um Dollar spielen. Wenn es wirklich heiß läuft. Kann jetzt ein bisschen dauern, meine Damen und Herren. Wir sind Small Blind. Überspringen. Wieder 5-2. Ich krieg nur 5er Grad. Komm, wir gehen einfach mal mit. Wir sind eben blind. Der andere ist schon raus. Was haben wir denn da? Das hätte ich vorhin mal gebraucht. Schieben. Check. Es ist halt gerade auch nichts im Pot. 8 Cent ist halt. Okay, wir haben ein paar 5. 20 Cent rein. Fine. Geht mit. Wir gucken mal, vielleicht können wir ihn wieder rausbluffen. You're bluffing. Okay, here you go. Read him and wait. Ah, Dame auf der Hand. Okay. It all counts. Aber das zählt alles. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen reingebuddert. Was haben wir denn noch? There we go, finally. So um die $3, good oder? For you, I guess. $3,32. Das ist gut. That's what I got. Somebody put on his big boy pants this morning. Ja, er kann halt mitspielen, weil er hat das meiste am Tisch. Wir gehen alle mit. Die haben erhöht. Erhöht, 76 Cent. Ja, gut. Ah, well. Dann ist der andere schon mal raus. Was kommt? Alter. Wir schieben mal. Okay, der andere hat auch geschoben. Eine 7 wäre jetzt gut. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Er geht noch mit. Ach komm, was soll der Geiz? 12 Cent, die holen wir wieder raus. Alright, what do we got? Ah! Damn. Oh, ein 7er wäre mir lieber gewesen wie die 6 zum Schluss. Naja, okay. Dann spielen wir jetzt mal ein bisschen aggressive. Je nachdem, was kommt. Es kommt natürlich wahrscheinlich erstmal nichts. Ass 5, okay. Pass auf, wir haben 2. $0.80. Das lasse ich die jetzt bezahlen. Ja, jetzt hat er wieder Mut, weil er mehr hat. Komm schon. Der will mich all in setzen, oder? Nee. Jetzt sind wir natürlich der Low Stack am Tisch. Bisschen doof. This is the opposite of amusing. Glad I
Okay. Ass 3. So, Achtung. Ich mache jetzt. Ich will mich mit Pokern jetzt ehrlich gesagt auch nicht so lange aufhalten. Irgendwie. Oh, I think you're gonna regret that. Have a look. What? I don't believe it. Looking good for you. Ein König und es ist vorbei. I'm afraid you're all in deep trouble. Na komm. Ja! Okay, wir spielen doch weiter. Ich werde es jetzt aber ein bisschen versuchen zu beschleunigen. Finally. You lucky son of a bitch. $2,60 sind wir wieder. Okay. König 5. Gehen wir mit. Ah, well. König 5 gehen wir mit. Und der König liegt. Hat geschoben. Wir können jetzt uns ein bisschen was erlauben. Wir legen mal 30 Cent in die Mitte. Shit. Geht nicht mit. Alles klar. Gehört uns. That's as it should be. Come here. Sehr gut. Jetzt sind wir bald wieder bei den 3 Dollar, die wir vorhin schon hatten. Aber es hat sich, das Kräfteverhältnis hat sich jetzt ziemlich ausgeglichen am Tisch. Bube 8. Achter mag ich sehr. Du bist dran. Wir knallen nochmal 10 Cent in die Mitte. So far so good. Was haben wir denn da? Ah, wir treffen check. Aber auch nicht. Check. Okay. Let's start this low for now. Eine 9. Und wir haben eine Straße. Komm schon, eine 9. Wir haben eine Straße. Wir haben eine Straße. Weil der Bube mit Ass, König, Dame 10. Schauen wir mal, wo wir zitzig mitgehen. Es gibt einen Splitpot, Achtung. How about that? There you go. Tja, das ist ein Splitpot. Yep, there. Du hast den Pot gesplittet. 5,32 sind 2,70, was wir kriegen ungefähr. Ja. 5 von 5 Poker hätten gewonnen, okay. You sure you ain't got something up your sleeve? Glücksspiel 2, Verdoppelung, gewinne 5 Hände beim Blackjack, okay. Oh. Königpärchen auf der Hand. Komm schon, Freunde. Ja, wir machen das mal so. Dann haben wir einen glatten Betrag wieder. Ich mag glatte Beträge. Komm schon. Ein König. Achtung. $1. Leg ran. Bullshit. Du glaubst uns immer nicht, ne? Dass wir was haben. Okay, es kann noch kein Flush. Jetzt gehe ich all in. Die letzte Karte lasse ich ihn bezahlen. Okay. Den Dollar schmeißt du rein? What kind of luck is this? I wish I had your hand. $5,32. Yeah. Ordentlich. Okay. Das Königpärchen war unser Freund. Hat uns nicht im Stich gelassen. So, nächste Hand. 10-4. Und wir sind jetzt der Big Stack am Tisch. Wir gucken yep. nochmal rein. Call. Fünfer Pärchen, wir schieben. Und überspringen das Ganze. Okay, wir haben jetzt das High Pair zumindest auf dem Tisch. Here. $1 Pot Size. Die gehen alle mit. So you really want to play, huh? Could have been worse. Again?
Jetzt bin ich gespannt, was kommt auf dem River. Bin ich dran? Ich schieb mal. How do you like this? Full House 508. Okay. Well done. Nicht schlecht. Nice. Nicht schlecht. Well, then that's my luck. Dame 4. I'm a check. I check. No. No. How about that? I got bullshit. Pile of crap. Might be my day. So, da hat kurz das Telefon geklingelt. Entschuldigung. Da war ja nichts. Damals höchste Karte. War kein spektakuläres Blatt. Hätte ich auch rausgehen können. Aber okay. Manchmal passieren ja lustige Dinge beim Poker. Oh, Ass-Dame. Okay. Pot 26. Das lasse ich jetzt einfach mal bezahlen, dass ihr überhaupt die Karten gucken könnt, Freunde. Let's make it interesting. Hellfire. How about that? Alles setzen. I'm gonna go all in. There. Close one. Shit. Er hat Asskönig. Nur eine Dame hilft uns. Good. Fuck. Ja, okay, ist vorbei. Schade. Don't mind if I do. You got him. Bullshit. All right. Naja. Passiert. Gentlemen, this is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Where'd he go? Who? The Reverend. Where it? Excuse me, gentlemen. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go?